Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne geeignet. Mit der Zeit wurde es auch einfach ein bisschen zu viel. Ich lass dich in Ruhe. Guten Morgen, ey. Guten Mittag oder auch. Halt, Damo. Das Video geht auch immer gleich los, Digga, ohne Spaß. Wir kennen das alle. Das unglaublich brisante Format. TikTok ist eine Plattform, auf der gibt es Talente. Wow. Die ist wirklich krass talentiert. Wir wissen, TikTok ist eine Plattform, auf der sind viele junge Leute unterwegs. Und in diesem Sinne, das war's mit der Monetarisierung. Egal, es interessiert mich nicht. Ich bin reich. Was? Demnach ist da wahrscheinlich auch Content, der für junge Leute geeignet ist. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal vorbei, was das nächste Video zu bieten hat. I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. Ja, ne, wirklich absolut jugendgerechter Content. Ich denke jetzt nicht, dass sich darauf jemand einen gewichst hat. Titten so groß, dass sie die Scheißsonne verdunkelt. Erinnert ihr euch noch an diese Russin von diesem einen nervigen Video mit dieser extrem nervigen Musik? Kristall hat's mal wieder aufs Next Level geschallert. Stop! Don't touch me there! This is my no-no square! Darf er das? Ich sag's dir mal. Leute, und ihr wisst es. Ich persönlich bin von Grund auf ein extrem negativer Mensch. Wieso schenkst du mir Blumen zum Geburtstag? Es interessiert mich nicht. Jedenfalls, ich habe jemanden entdeckt, den kennt bestimmt der eine oder andere von euch. Und zwar ist es ein sehr bekannter Koch. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie jemanden gesehen, der noch glücklicher ist, etwas kochen zu dürfen. Halt dein Maul. Wir machen weiter. Ja, Junge. Findest du das gerade witzig, dich über Adoptierte lustig zu machen? Geh weiter. No problem. Besser ist es. Hey yo, I don't look thick until I turn around, check. Thick. Thick. Ja, du hast einen geilen... Ja, du hast ein schönes Gesäß. Wir sind uns alle einig darüber. Aber wieso wird da jetzt kurzerhand rumgeflext? Ich meine, ich setze mich in meinen Videos auch nicht irgendwie oberkörperfrei oder im Tanktop hin, tu mich auf die Seite und flex den Arm extra hart, um einfach irgendwie bei der Community breiter rüberzukommen oder so. Mhm. Mario Novembre mit einem extrem heftigen Zaubertrick. Jetzt für Sie... Leute, ich kann eure Gedanken lesen. Was ist 9 plus 2? 11, genau. 5 plus 3? Die Nummer 8. Was ist 10 minus 6? Nummer 4. Aber... Okay, jetzt denkt ihr an eine Zahl zwischen 5 und 12. Habt ihr schon dran gedacht? Du glaubst nicht gerade an die Nummer 7, oder? Mario, ganz kurz. Sorry, Unterbrechung. Kurz Pause, bitte. Ohne Spaß, Mario. Kein Witz. Ich hab nicht an die 7 gedacht. Du Spaß. Aber... Das ist so verdammt geil. Ohne Spaß, aber unterm Strich schon geiler Zaubertrick gewesen. Mach auf jeden Fall weiter so. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich muss mich wirklich komplett abcringen, wenn ich das sehe. Wow, Leute, die verdienen einfach mehr Aufmerksamkeit. Digga, Sascha hat mich am Anfang vorgewarnt. Digga, Lazzo, mach es nicht mit TikTok. Glaub mir, du drehst psychisch ab. Der Typ hat recht. Okay, egal. Lazzo, du musst es akzeptieren. Es gibt auch Leute, die meisten Leute denken sich das gleiche bei deinen Videos, Digga. Deswegen akzeptier es. Wenn euch die Episode nicht gefallen hat, dann schallert wie gesagt den Daumen jetzt im linken oberen Anusloch durch. Und übrigens, was ich gesehen habe, es gibt einen großen prozentualen Anteil meiner Zuschauer, die jedes Video angucken, die kein Abonnent sind. Und Leute, ganz ehrlich, ich versteh's. Und jetzt verpiss doch! Dwayne Johnson.